Es sind nur noch wenige Tage, dann entscheidet die amerikanische Notenbank darüber, wie es mit dem Leitzins hier in den USA weitergeht. Die Märkte, die spekulieren ja momentan ganz klar auf eine Zinssenkung. Frau Navidi, könnte diese Zinssenkung denn bald kommen? Ja, wir sehen weltweit einen Trend zur lockeren Geldpolitik und aus der EZB muss man sagen, aus ihrer Sicht sind die Wachstumsaussichten für Europa haben sich verschlechtert, die Fundamentaldaten sind nicht so gut, die Inflationserwartungen sind niedrig und mittlerweile sind auch die südlichen Länder über Gebühr auf die niedrige Zinspolitik angewiesen und die Federal Reserve in den USA betreibt ja auch Risikomanagement und das kann sein, dass sie versuchen vorzugreifen an der Entwicklung, denn auch hier ist ja die Luft etwas raus aus dem Wirtschaftswachstum und die Aussichten sind nicht so günstig, weil ja auch geldpolitische Maßnahmen immer erst mit etwas Verzug greifen. Vielleicht ganz kurz erklärt, was sind denn die Risiken einer lockeren Geldpolitik ganz allgemein? Man sieht dann typischerweise, dass eine zu hohe Verschuldung. Man sieht, dass Zombie-Unternehmen entstehen, weil die kommen zu leicht an Geld, auch solche, die normalerweise nicht lebensfähig wären. Und das führt dann oft auch zu einer Spekulationsblase, weil Anleger verzweifelt nach Anlagemöglichkeiten suchen. Wir sehen ja auch in Deutschland schon Anzeichen für eine auf dem Immobiliensektor. Und dann letztendlich kann das zu einer Finanzkrise führen. Und welche Folgen drohen dann den Anlegern und auch der Weltwirtschaft ganz allgemein? Bei Anlegern, also man muss sagen, den Verbrauchern oder der Gelackmeierte ist mal wieder der Sparer und Nachteil hat es natürlich auch für Finanzinstitute. Und ganz grundsätzlich muss man sagen, hat die Geldpolitik der Nutzen lässt immer mehr nach. Also je mehr man davon praktiziert, desto geringer ist der Effekt. Und ja, es bringt alle möglichen Risiken, treibt es dann hoch. Werden Zentralbanken damit am Ende ja immer mehr politisiert? Ja, wir sehen ja gerade auch insbesondere in den USA, dass Donald Trump besonders versucht, Druck auszuüben auf die Federal Reserve. Das liegt natürlich auch an der Rekordverschuldung, die wir hier sehen. Und die Zentralbank selbst gerät unter Druck durch diese weltweite lockere Geldpolitik, denn da gerät sie unter Zugzwang, denn ansonsten steigt der Dollar zu sehr. Und wir sehen jetzt in Europa, wird Christine Lagarde die neue Chefin der Europäischen Zentralbank. Sie ist keine Ökonomin, genau wie Jerome Powell hier in den USA auch nicht. Aber sie kommt auch aus der Politik und wir sehen das auch in Europa. Immer mehr die Grenzen zwischen Geldpolitik und Fiskalpolitik verschwimmen. Frau Navidi, vielen Dank für die Einsichten und das Gespräch.